Hallo Jessica, du hast mich kontaktiert, weil bei dir heute was passiert ist. Willst du es kurz selber erzählen? Hallo Sandro, ja. Meine zwei Söhne, die sind heute zu mir geflohen. Also der Kleine ist 7 und der Große ist 10. Die waren wohl in einem Feriencamp und sind von dort zu mir gekommen. Und die standen vor deiner Tür und haben was gesagt? Ja, die sind mit dem Taxi gekommen. Die haben gesagt, Mami, wir wollen zu dir. Und dann habe ich sie reingelassen und dann haben sie eben gesagt, dass sie bei mir bleiben wollen und dass es ihnen nicht so gut gefallen hat im Camp und dass sie lieber in den Ferien bei mir sein möchten und überhaupt, dass sie bei mir leben wollen, weil sie hatten ja jetzt mit mir so lange keinen Kontakt. Es gab jetzt einmal einen Umgang und ja, Großer hat dann berichtet, dass er gedacht hat, ich interessiere mich nicht mehr für ihn. Und ich habe ihn vergessen, weil er mich so lange nicht gesehen hat. Und die Kinder wussten nie, warum das Ganze ist. Also die wussten nie, wieso und was eigentlich passiert ist und was los ist. Jetzt standen sie wann heute vor deiner Tür? Es war so gegen 17 Uhr, ungefähr 17 Uhr, 17:15 Uhr waren sie da, haben geklingelt und die sind mit dem Taxi hergekommen. Okay, die sind jetzt bei dir und was jetzt? Ja, jetzt habe ich bei dem Veranstalter Bescheid gegeben und der Veranstalter hat es vielleicht nicht richtig weitergegeben an das Camp. Auf jeden Fall hat mich dann die Polizei Coburg angerufen und mit dem habe ich dann gesprochen. Das war der Herr Engel. Der hat dann gesagt, es soll eine Streife kommen aus der Polizeiinspektion Roth. Aber ich habe dann bei der Polizeiinspektion Roth angerufen, habe denen den Sachverhalt erklärt. Und ich werde morgen in der Früh mit den Kindern auch zum Arzt gehen. Und er hat gesagt, ja, es ist okay, die werden heute jetzt definitiv nicht kommen. Okay, das ist aufregend. Ich erinnere mich an die Zeit, als meine älteste Tochter zu mir geflohen ist von der Mutter. Das war ein Ja, aufregender ja, Tag. ja. Du willst morgen ins Krankenhaus mit denen. Wieso? Also entweder gehe ich ins Krankenhaus oder zu einem Arzt. Also beiden Kindern geht es nicht so gut. Die haben auch verschiedene Kratzer und dergleichen. Und die müssen eben mal untersucht werden. Okay, ich merke, du willst ja vielleicht nicht über etwas sprechen, wo vielleicht ein bisschen mehr noch dahinter ist. Ja, also ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, das ist wirklich aufregend. Wie geht's dir denn, sag mal? Und wie geht's deinen Söhnen? Also die sind jetzt hier, fühlen sie sich, glaube ich, sehr, sehr sicher. Die sind jetzt überglücklich, weil sie so lange nicht da waren und fühlen sich bei mir sehr geborgen und sehr wohl. Und sie haben auch immer viel Angst vor allen möglichen und dass sie eben wieder so leben müssen, also dass sie wieder völlig isoliert werden von mir. Ja. Sie wollen ja eigentlich bei mir leben, haben mich total vermisst und haben mich so lange nicht sehen dürfen. Und das hat ganz, ganz tiefe Narben bei ihnen hinterlassen. Sie sind davon regelrecht traumatisiert und das merkt man ihnen auch an. Wir haben ja jetzt, wir nehmen das Video gerade auf, es ist so 8 Uhr abends, das heißt, sie sind ja erst seit 3 Stunden bei dir. So viel konntet ihr ja noch gar nicht reden. Nee, wir konnten jetzt noch nicht so viel reden. Jetzt sind sie erstmal überglücklich. Sie sind jetzt ein bisschen runtergekommen, weil es war für sie ja total aufregend, dass sie da eben heute zu mir gekommen sind. Und ja, ich muss jetzt dann auch sie ein bisschen liebevoll umsorgen. Ich werde sie jetzt dann beruhigen und sie müssen eben auch spüren und sehen, dass sie hier in Sicherheit sind. Okay, wir Also wollen sie das haben Video auch auch sehr kurz gelitten halten, unter. weil ich glaube, sie möchten dich ja auch schnell wieder zurückhaben. Genau. Warum willst du das Video Ja, die machen? haben Hast wohl du offensichtlich. Befürchtungen? Willst du, also sag mal, warum du das Video machen willst? Ja, ich wollte das Video machen, um eben sicherzustellen, also nochmal mitzuteilen, die Kinder sind hier in Sicherheit.
Ihnen geht es hier gut, Ihnen passiert hier nichts, Sie sind von sich aus zu mir gekommen, Sie wollen bei mir sein, Sie wollen sich bei mir aufhalten, Sie durften ja in den Sommerferien, in Bayern haben die Sommerferien begonnen, nicht zu mir kommen, Sie haben das alles nicht verstanden, Sie können das nicht nachvollziehen und wie es ausschaut, gibt es auch einen Verdacht eines psychischen Missbrauchs über Monate hinweg und die Kinder haben es einfach nicht mehr ausgehalten. Hast du Angst, dass dir die Kinder weggenommen werden? Ja, sicherlich. Also ich habe ja bisher nicht gute Erfahrungen gemacht mit den Gerichten und die Kinder haben mir ja immer auch gesagt, sie wollen bei mir leben und sie mussten ja trotzdem in Oberbayern leben. Das war für die Kinder natürlich eine Qual. Also sie hatten da in den letzten Monaten keine liebevolle Umgebung und waren auch viel auf sich alleine gestellt. Das heißt, deine Kinder haben jetzt im Grunde das Heft in die Hand genommen, weil Jugendamt und Gericht versagt haben. Genau, ja. Obwohl die Kinder immer gesagt haben, sie wollen zu mir und sie wollen Umgang mit mir, ist nichts passiert. Und ich glaube, die zwei haben es einfach nicht mehr ausgehalten. Die konnten nicht mehr. Da war der Leidensdruck so hoch. Wie sind denn die, also du hast gesagt, die sind mit dem Taxi gekommen. Wo waren die? Also wie weit weg waren die? Wie viel Mut hat es gebraucht, um das alles zu machen, also das auf sich zu nehmen? Die sind ja 10 und 7, das heißt, wahrscheinlich hat der 10-Jährige den 7-Jährigen unter seine Fittiche genommen und hat gesagt, wir machen das jetzt so und so. Das ist also, erzähl mal, das hört sich abenteuerlich an. Ja, also die haben erzählt, dass wohl auch der Kleine immer die ganze Zeit gesagt hat, ich will zur Mama. Und der Große wollte es auch und dann hat er eben gesagt, ja, dann machen wir das jetzt eben. Die haben es offensichtlich schon länger vorgehabt und haben es dann versucht. Die kamen wohl in die nächstgrößere Ortschaft von dem Camp und haben da ein Taxi gefunden, das er dann zu mir gefahren hat. Aber es war bestimmt, also sie haben sehr viel Mut gebraucht und es war sehr anstrengend für sie. Du wirkst sehr ruhig, ich bewundere das. Ich glaube, ich bin gerade aufgeregter als du. Ich sage die ganze Zeit immer, erzähl doch mal. Also bleib weiter so ruhig und willst noch was loswerden? Hast du noch was auf dem Herzen? Ja, also ich bin jetzt erstmal froh, dass die Kinder, dass es denen gut geht, dass sie hier in Sicherheit sind. Und jetzt werden wir dann weiterschauen, also dass alles gut läuft. Sie sind hier glücklich, sie fühlen sich wohl und sie möchten jetzt, glaube ich, einfach mal ihre Ruhe haben und ankommen und einfach einen geschützten Rahmen haben. Okay, wollen Sie denn zum Papa auch gehen oder was haben Sie da gesagt? Also Sie haben gesagt, Sie wollen bei mir bleiben, Sie möchten nicht zum Vater gehen. Sie haben es da schwer gehabt. Es waren da ungute Situationen oft, die Ihnen sehr zu schaffen gemacht haben. Und Sie haben durch den völligen Kontaktabbruch zu mir mich total vermisst. Das heißt, es hört sich an, als wären Sie enttäuscht von Ihrem Vater und darunter gelitten. Ja. Ja, Sie haben sehr gelitten. Also beide haben massivst gelitten. Die wussten nicht, warum sie mich nicht sehen. Es war, es muss die Hölle gewesen sein. Denkst du, das kann sich nochmal irgendwie einrenken, dass die von sich aus mit dem Vater Kontakt haben wollen? Ja, ich denke schon, wenn sie mit ihm Kontakt haben wollen, dann dürfen sie das natürlich. Und das muss man dann sehen. Also sie können ihn ja jederzeit kontaktieren, wenn sie möchten. Heute haben sie jetzt gesagt, sie möchten sich nicht bei ihm melden. Und ja, dann muss ich weiterschauen. Ja, wahrscheinlich haben sie heute auch. Aber es war sehr aufregend, dass die beiden sind jetzt. Ja, die sind jetzt, also die haben jetzt halt so eine Aufregung hinter sich. Ich glaube, jetzt müssen sie erst einmal ein bisschen runterkommen und dann schauen wir weiter.
Ja, ich habe es ja mit meiner Tochter erlebt, als sie gekommen ist. Da hast du auch erstmal Angst, dann mit dem Elternteil Kontakt zu haben, von dem du ja weggegangen bist. Ja, du denkst ja dann, er schimpft mit dir oder sonst was, der ist wütend auf dich. Von daher ist es jetzt gerade schon verständlich und eine klare Sache. Ja, die brauchen jetzt Okay. erstmal Schutz und Geborgenheit Ja. und ja, dann schauen wir weiter. Gut, Jessica, wenn du jetzt nicht mehr hast, dann sage ich dir danke für dieses kurze Update, für diese Breaking News sozusagen. Und ich wünsche deinen Söhnen und dir alles Gute und vielleicht machen wir nochmal ein Video, damit wir die Leute auf dem Laufenden halten können, wie es so verlief bei Ja, ich euch. danke dir. Ja. Ich Okay, und danke dir, es war schnell mir immer zurück. wichtig. Ja, klar, gerne Ja. schnell zurück zu deinen beiden. Ja, die brauchen mich jetzt ganz arg. Genau. Ja. Also vielen Danke, Dank, Sandro. Ich Jessica. danke dir. Klar. Bis bald. Ciao.